Ja, also wer den Vortrag bei der Euroforf 2020 gesehen hat, das ist sozusagen eine eingedampfte Variante davon. Aber was wollte ich da noch dazu sagen? Im Prinzip, weil es da heißt Chief of 1.0, das sind natürlich Features, die für Chief of 1.0 sein werden, aber sie sind schon da. Also ihr könnt euch auch den aktuellen Snapshot holen und könnt diese Dinge alle schon verwenden. Von daher gackern wir nicht über ungelegte Eier. Ich werde über den IDE-Teil berichten. Und zwar habe ich da, genau, fangen wir mal an mit, damit, dass er sagen, Primstor XFS. So, also ihr seht, wir haben hier das GeForce 079, nicht 1.0, vom Donnerstag, also das ist zufällig der Tag mit den vielen Einsern. Snapshot gibt es jede Woche einen, von Bernd gemacht. Ja, und man kann, also das erste, ja, bezüglich IDE, es gibt eben verschiedene Arten, IDEs zu machen. In anderen Programmiersprachen wird dann üblicherweise, ist der Editor in charge, in Forth haben wir eine Command Line und die ganzen IDE-Tools, die in anderen Forth-Systemen sind immer über die Command Line gegangen. Wir haben in GeForth gerne mal mit dem Emacs als Editor sozusagen die IDE gemacht. Aber jetzt haben wir eben diese Command Line Features auch entwickelt und ich verwende sie tatsächlich inzwischen, oder was heißt inzwischen, eigentlich seit wir die entwickelt haben, verwende ich diese Command-Line-Tools lieber als die, also eben die alten, die mit dem Emacs als Editor gehen. Die gibt es auch noch. Ab und zu ist das auch ganz praktisch, aber eben ich verwende öfter eben die über die Command-Line gehen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte wissen, wie das if definiert ist. Also ich kann mir damit auch anschauen, wie systemdefinierte Wörter definiert sind. Und was sehe ich da? Erstens mal, dass es in einer Datei definiert ist, kernel/cond und die Zeile 143, das ist die Zeile, diese Zeile hier. Das if selber ist halt dann drei Zeilen weiter. Per Default wird hier, werden hier 15 Zeilen angezeigt, also so in dem Bereich, in dem den halt so ein üblicher For-Screen ist. Man kann das aber auch größer oder kleiner konfigurieren. Und wenn man drauf kommt, okay, ich will noch wissen, was davor ist, dann kann ich damit Cursor rauf das nach oben erweitern oder mit Cursor runter nach unten erweitern. Ja, wir sind bei diesen ganzen Dingen, bei dieser Anzeige sind wir in so einem Modus dann, der ist so in der Art wie less. Ich kann da auch deutlich weiter raufscrollen mit Page Up, Page Down und auch wieder runterscrollen und kann mir da diverse Dinge anzeigen lassen. Gut. Das, genau, das war das Loket. Ich kann mir jetzt auf diese Weise den Source Code anzeigen lassen. Ich kann mir aber auch die Doku anzeigen lassen mit Help, If, und dann sehe ich eben die Dokumentation von If aus dem Manual, und zwar, man sieht hier auch, das ist in die ASCII-Version, oder ja, ziemlich, das ist ASCII, ja, vom Manual in gfor.txt. Und man kann da auch durch das ganze Manual durchscrollen, wenn man will. Sieht halt mehr. Genau. Was man noch kriegt, wir haben hier gesehen, wenn man
Hier ist dann noch eine Referenz auf einen anderen Knoten, also auf einen Knoten dieser Dokumentation genannt worden. Da kann man auch ein Help sagen. Help Selection und Doppelpunkt, Doppelpunkt, und man kommt genau dorthin, also zu diesem Knoten. Das ist ein Feature, das gab es vor einem Jahr noch nicht. Also ihr seht auch einige Features, die ich vor einem Jahr noch nicht gezeigt habe. So, dann, genau, wir können auch Wörter sehen, die nicht in Forth geschrieben sind, wie Apps. Also das sind so Primitives, die sind in GForth, so in einem Zwischending zwischen Forth und C geschrieben. Da haben wir sowas, was ein bisschen Richtung Forth geht. Also der Name dieses Forth-Worts und eben der Stack-Effekt, und hier haben wir C-Code. Und hier haben wir tatsächlich noch ein bisschen Forth-Code auch. Also für die Systeme, wo der C-Code nicht verwendet wird, kann man diesen Forth-Code verwenden. Dann kann man neben diesen ganzen, also man kann sich auf diese Weise den Source-Code von einzelnen Wörtern anschauen. Wir können auch sagen, where von move. Und dann kriegen wir alle Vorkommen von Move in dem, wo das aktuell reingeladen wurde. Wir sehen eben, wir haben hier, wenn wir ein bisschen raufscrollen, sehen wir ein bisschen mehr. Also wir sehen, wir haben hier eine Reihe von Vorkommen von Move im System. Und hier auf der rechten Seite haben wir diese Vorkommen durchnummeriert. Und am Schluss sind noch zwei Vorkommen in diesem Prims to X, was wir reingeladen haben. Also wir sehen nicht nur die Vorkommen in unserem eigenen Code oder nicht nur die im System, sondern beide. Und man kann sich dann eben zum Beispiel, kann ich sagen, 45 WW, und dann sehe ich eben den Quellcode von, also seht ein bisschen mehr von dem Zusammenhang, der hier ist. Okay, in dem Fall jetzt nicht sehr viel, aber man sieht, also wenn es halt länger wäre, könnte man ein bisschen mehr sehen. Ich kann jetzt mit Cursor links, Cursor rechts eben zu den anderen Vorkommen gehen. Also schauen wir mal, was Cursor links tut. Okay, da komme ich in den Kernel rein. Also da sehe ich, da bin ich eben genau da, Kernel Basics, in der Nähe von Zeile 139, eben 3 Zeilen vor Zeile 139. Oder eben mit Cursor links komme ich wieder zurück zu dem Vorkommen Nummer 45, und kann eben da weiter durchschauen, was es sonst noch alles gibt. Was ganz hilfreich ist, um zum Beispiel zu sehen, okay, wie wird dieses Wort eigentlich verwendet. Dann, ja, was man noch sieht, man kann auf diese Weise, wofür ich es auch gerne verwende, um zu sehen, wie viele Vorkommen es gibt. Also hier sehe ich, Move ist 46 Mal vorgekommen, beziehungsweise bis inklusive diesen, also im System selber 44 Mal, also weil wir bei 0 anfangen, ist 43 halt schon das 44. Mal. Und auf diese Weise kann ich eben sehen, ja, okay, wer Doppelpunkt, also Doppelpunkt kommt eben ziemlich viel vor, 2500 Mal, und eben sowas wie Move halt deutlich weniger. Ja, was ich noch machen kann, genau, ich kann mir auch, ja, gehen wir wieder lieber zum Move zurück. Ich kann mir bei diesen ganzen Dingen auch in den Editor gehen. Ich kann eben, oder bei Locate kann ich eben sagen, Locate Move
Und dann bin ich da und dann kann ich sagen, geh. Und ja, vielleicht eines, was ist, wenn ich irgendein Zeichen verwende, das dieser less-ähnliche Modus nicht versteht, dann wird's, sozusagen, dann steige ich aus dem less-Modus aus und es wird gleich angegeben. Also mit G gehe ich in den Editor und ja, der Editor wurde zwar irgendwie aktiviert, aber ist nicht in den Vordergrund gekommen. Aber ich sehe, hier bin ich jetzt im Editor, also beim Move gelandet. Kann eben zum Beispiel das bei where Move mal machen und dann das 45. Vorkommen verwenden und jetzt kann ich eben WW sagen und dann G, aber ich kann auch sagen GG, WW. Ja, also das sagt mir, ich hätte gerne das, also das GG, also G steht halt dafür, dass ich in den Editor gehe und GG sagt eben, dass das nächste Kommando sich jetzt bitte in den Editor geht. Und wenn ich das so hinschreibe, dann zeigt mir das dieses Vorkommen im Editor an. Und ich finde auch gleich, der Cursor ist genau auf dem Move. Ich kann auch sagen mit GG, GG, dass sich alle Kommandos auf den Editor beziehen. Dann brauche ich in Zukunft nur mehr 45 oder nehmen wir 44, damit man einen Unterschied sieht. WW und es geht eben zum 44. Vorkommen oder ich kann eben mit LL, LL ist sozusagen das Gegenstück für das G. Ich kann mit LL dann wieder zurückschalten, dass in Zukunft wieder alles in diesen Less-Modus kommt. Soweit dazu. Was haben wir noch? Genau. Was ich noch habe, ist ein Verb Move. Und das liefert mir diese Anzeige im Editor und zwar mit langen Pfeilnamen. Also ihr seht hier die Pfeilnamen, also in der Command Line sind die Pfeilnamen kurz, weil das sich bezieht sich auf den GFOV Path. Hier drinnen sind sie lang, damit der Editor das Zeug findet. Und ich kann dann hier eben anklicken und komme hin. Und es gibt auch ein Kommando, was ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, wo ich einfach nur mehr dadurch gehe, also in dem oberen Fenster durch die einzelnen Zeilen durchgehe und das zeigt mir immer im anderen Fenster an. Also das geht auch. Und kann dann eben die diversen Vorkommen eben mir dann anzeigen, also durchgehen. Also da sind wir dann wieder ein bisschen mehr in Richtung editorzentrische Darstellung. So. Dann. Ja, ein Ding, was ich euch vielleicht noch zeigen wollte, ein essentieller Unterschied zwischen Loket und Sie ist, dass man hier da völligen, also teilweise völlig unterschiedliche Dinge kriegt, wenn ich sage Loket primitives to something. Na, primitives. Dann sehe ich, okay, ich habe hier eine sehr interessante Forth-Definition. Die ist, das ist so eine Definition von einem Parser-Generator. Hier ist eine Grammatikregel im Prinzip definiert,
die wird einem Wort namens Parser übergeben und das definiert mir einen Parser namens Primitives to Something und der Parser wird halt dann vom Forf-System, also beziehungsweise von Gray, dem Parser-Generator, generiert und wenn ich das Ganze mit C anschaue, dann sehe ich, ja, okay, hier ist, also der erzeugte Code ist, schaut halt ganz anders aus wie der Source Code. Und in der Hinsicht ist das, sind beide Dinge für verschiedene Sachen gut. Also wenn ich wissen will, was ist eigentlich der Source Code, dann verwende ich Locate. Wenn ich wissen will, was ist da, also insbesondere wenn ich so Code-Generatoren, Makros oder ähnliches verwende und ich will wissen, was ist rausgekommen, dann sehe ich mir, dann verwende ich sie. Gut, was haben wir noch? Ich habe dann noch eine kaputte Version von dem Ganzen. Nämlich broken/primstox. Und naja, so geht es nicht. So, da, also das ist noch ein Feature, das noch fehlt. Das kommt aber auch nicht in 1.0 rein, dass man mit diesem Backtrace weiterarbeiten kann, nachdem das System sich beendet hat. Also ich will jetzt ein include broken. Primes to X. Gut, also ich habe da dieses File inkludiert und da drinnen ist halt ein Fehler aufgetreten und zwar ein Invalid Memory Address und wir sehen hier einen Backtrace, also das, was Jörg Völker schon erwähnt hat, was sehr praktisch ist. Hier sieht man das live. Und es fängt halt, also sozusagen hier ist der Fehler aufgetreten und das sind die nach der Reihe, die Wörter, die drüber auftreten. Leider kann ich hier, ist gerade in diesem Backtrace nichts drinnen, wo man etwas sieht, was auf dem Return-Stack ist, was kein Aufruf oder sowas ist. Aber das würde dann irgendwo als Aufruf, das würde dann so als eigenes, also als Zahl oder sowas vorkommen, hätte dann zwar auch einen Eintrag, aber man hätte keinen zugehörigen Source-Code. Ja, gut, und jetzt können wir uns mit 0TT anschauen, wo das eigentlich vorgekommen ist. Und wir sehen, okay, also es zeigt uns an, sagen wir so, dass es hier in dem Store vorgekommen ist, hier wird aber gesagt, dass das Wort eigentlich lit-fetch war. Und das ist halt ein kleiner Schönheitsfehler vom GForf. Es ist so, dass ein Call, also das GForf korrigiert für das, was eben beim Call am Instruction Pointer geändert wird und geht dann eben zurück und bei Primitives geht es um eine Zelle zu weit zurück. Deswegen wird das hier angezeigt und tatsächlich ist das Problem hier. Also null Fetch liefert uns halt einen Fehler. Gut, wir können uns eben jetzt, wir sind bei null von diesem Backtrace, wir können uns jetzt mit Cursor rechts den nächsten Level anschauen. Hier sehen wir das Compute ruft halt dann, also wenn man da ein bisschen weiter rauf geht, sieht man, also das ist jetzt wieder das vorige, also der Nuller-Eintrag vom Backtrace ist im Wort Compute und wenn wir zum Aufrufer von diesem Compute gehen, dann sehen wir, ja okay, wir sind hier und das ist eben
Das ist tatsächlich das Wort Compute, was hier aufgerufen wurde, und zwar eben vom Wort Compute NT. Wenn wir dann am nächsten Level gehen, dann sehen wir, was sehen wir da überhaupt? Ich glaube, es ist, dass da dieses Compute Method vorgekommen ist. Schauen wir mal. Wir haben hier Lit Compute Execute Compute Method. Okay, warum habe ich das Execute nicht gesehen? Das Na, wir sind wie. Execute wird von Method produziert. Das Ja, ist im Quelltext nicht sichtbar. aber ich habe es vorher, habe ich es gesehen, wie ich das durchgegangen bin. Na egal. Doch, jetzt sehe ich Ah, es. hier, genau. Vielleicht bin ich vielleicht zweimal auf den Cursor rechts gekommen. Egal. Also hier sehen wir eben wieder dieses Problem mit den Primitives. Also Execute ist ein Primitive, deswegen wird hier das Wort davor rot markiert statt das Execute. Ja, müssen wir vielleicht irgendwie korrigieren, wenn wir drauf kommen, wie. Und eben am nächsten Level sind wir bei Compute Method. Also mir ist es noch immer ein Rätsel, wieso ich vorher diesen völlig anderen Kontext gesehen habe, aber sei es drum. Da war auch nichts rot markiert, ne? Also was auch immer. Genau, also hier jetzt Compute Method und so weiter, und da kann man eben weitergehen, Backtrace hinauf und kann das weiterverfolgen, wobei ein Schönheitsfehler im Moment ist, dass man nicht weiß, wann man oben angekommen ist, was insbesondere hier jetzt eine Rolle spielt, weil diese Aufrufsequenz ist ein komisches Ding mit Rekursion, indirekter Rekursion. Man sieht eben, Propagate Method wird zweimal aufgerufen und Compute Method wird zweimal aufgerufen und dazwischen eben dann auch mehrmals Propagate und mehrmals Compute. Und da weiß man nicht so genau, wo man ist. Ist, sagen wir, für Fourth Code eher untypisch, aber da weiß man dann auch nicht, wann man sozusagen am Basis, also am ursprünglichen Aufrufer hier an diesem Propagate ist. Wollte ich noch was zeigen? Na, eigentlich ist meine Zeit um, von daher würde ich sagen, stellt die bitte die Fragen. So, gibt's Fragen? Ja, ich glaube, ich habe sogar eine Frage. Wenn man so in Richtung Lisp-Systeme guckt, dann haben die ja auch eine ganz tolle Emacs-Integration. Und die haben so eine Technik, dass die Ausgaben, die sie machen, dass das so Live-Objekte werden, wo ich dann mit der Maus interagieren kann oder einen Doppelklick drauf machen kann und mich da dann eben zum Beispiel Datenstrukturen angucken kann oder ähnliches. Habt ihr in dieser Richtung auch überlegt, was zu machen? Oder auch im Emacs, ich weiß nicht, ob du die Git-Integration kennst, Markit. Da ist es so, dass alle Ausgaben, wenn du dann eine Commit-Hash bekommst, dann kannst du da einen Rechtsklick drauf machen und kannst auf diesem Hash irgendwas machen, auf dem Commit was machen, weil das weiß, dass dieser Hash eigentlich ein Commit ist und dann dort eben zusätzliche Funktionalität angibt. Also, boah. Also im Moment haben wir für Emacs, dass man eben bei Vorwörtern von den Vorwörtern zur Definition gehen kann. Das ist aber ein altes Feature. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und halt eben solche Dinge. Also wir geben das im Standard-Format für eben Compiler-Ausgaben aus, sodass sowohl Emacs als auch zum Beispiel VI können dann mit solchen Dingen was anfangen. Ansonsten für Datenstrukturen haben wir im Moment nichts. Ist auch nicht ganz einfach, weil wir haben in GForth einfach, weiß das System zu wenig über die Daten, um da wirklich gut was machen zu können. Ah, doch, wir haben schon was für Daten. Wir raten einige Dinge, allerdings ist das nicht im Emacs.
zusammengestellt, sondern wenn wir sowas haben wie, wir haben einen String ABC zum Beispiel, also es gibt einige Dinge, die es so gibt, dann sieht man auch gleich unten, das System errät, dass es ein String ist, der eben ABC enthält, und ich habe so ein intelligentes .s, und wenn ich das ausgebe, sieht man eben, okay, es wird auch als, also im Prinzip das, was da unten ist, verwendet dasselbe wie das, was da ist. Was haben wir noch? Wenn an wir der sagen, Stelle vielleicht einhaken. Ja. Ne? Du gibst jetzt das ABC aus, und das ist ja ein S-Quote, also das steht an einer bestimmten Adresse. Und was diese List-Systeme können, du kannst jetzt auf diesen Quote ABC, kannst du einen Rechtsklick machen, und das weiß, das ist der String, der aus der Adresse von dem S-Quote darüber kommt. Und damit kann man dann irgendwas machen. Also das merkt sich ganz viel, wo die Ausgaben eigentlich herkommen. Und ist ziemlich hilfreich, wenn ich eben jetzt, was weiß ich möchte aus dem String, der ist jetzt ABC, aber ich möchte da irgendwie, ich möchte ihn modifizieren. Und dann kann man in Lisp dann da so einen Inspektor aufrufen, und in dem Inspektor kannst du dann einfach diese eine Datenstruktur abändern. Und der Text ABC mit Anführungszeichen drumherum, der ist quasi ein Repräsentant für die Datenstruktur, der ausgegeben wird, und der Emacs-Buffer weiß aber, eigentlich steht dahinter die richtige Datenstruktur. Naja, wir tun das halt auf der Forth-Kommandozeile. Also ja. Jetzt, wir haben das Ding ja jetzt hier, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Over 2 Dump. Ja, klar. Over 3 Dump, Over 2 Dump. Ja, aber Moment, ich wollte ja, dass man es ändern kann. Also ja, machen wir den Zeichen D an die Stelle 2 Pick 1 plus C Store. Und jetzt haben wir, wenn wir uns jetzt diesen String anschauen, ist er auf einmal ADC, weil wir eben an diese Stelle das D reingehen. Ja, klar. Okay. Ja, gut, vielen Dank. Martin. Ja, eher Bemerkungen. Ich habe ein bisschen parallel rumgespielt und rausgefunden, Locate oder View sind Aliase, also man kann auch View sagen. Und dann habe ich mal Where Green eingegeben, kriege 3 Fundstellen eingezeigt. Und wenn ich dann Green überdefiniere und gebe Where Green ein, dann kriege ich nichts angezeigt. Ja, das ist deswegen, weil das Where bezieht sich immer auf die Definition, die eben gefunden wird. Wenn du eben eine neue Definition hast und die wird noch nirgends verwendet, dann wird halt auch nichts angezeigt. Mhm. Also gut, und falls das in einem das war ja jetzt live, wenn es in einem Quelltext überdefiniert wäre, würde ich dann beide Definitionen angezeigt bekommen oder nur die letzte? Man kriegt dann nur die letzte, man müsste sich dann irgendwie, die andere muss man halt irgendwie auch noch erreichbar haben. Also wenn es zum Beispiel in 2 Wordlists drinnen ist, das eine in einer Wordlist, das andere in der anderen, dann kann ich eben die eine Wordlist... Also wird find benutzt letztendlich. Genau. Also, natürlich nicht find, sondern find name, aber ja. Ja, gut. Das ist, sagen wir, auch ein Unterschied zu dem, also das andere, das bieten mir die normalen Unix-Tools auch und auch der Emacs. Also ich kann eben mit grep in grep green machen, dann kriege ich halt alle Vorkommen von green, egal in welchem Kontext sie sind. Ja. Hier kriege ich das, was mir das Forth-System sozusagen. Das Zusatzwissen vom Forth-System wird hier genutzt.